Hey Yogis, willkommen zu Power Yoga. Lasst uns starten. Finde einen gekreuzten Sitz auf der Matte. Mach dich lang in der Wirbelsäule. Und strecken wir uns und schließen die Augen. Bring die Hände ans Herz. Nehmen wir uns einen Moment. Komm an, atmen tief durch die Nase ein. Lang durch den Mund aus. Sammeln uns. Und danken uns auch für den Moment des Bewusstseins, der Achtsamkeit, den Raum, den wir uns hier, die Zeit, die wir uns hier geschenkt haben. Öffne die Augen, komm wieder zurück hier in den Raum, bewegen wir uns, heben die Arme zur Decke, atmen tief ein und finde ein leichtes Seitstrecken nach links, rüber den Arm, hoch die rechte Hand, gern die Handfläche nach außen drehen. Ein bisschen rausziehen aus der rechten Schulter, aus der rechten Flanke. Komm zurück zur Mitte, heb die Arme, atme tief ein. Mach das Gleiche nach rechts, zieh den linken Körper auseinander. Öffne die linke Seite der Brust. Schau vielleicht dem Arm hinterher. Nimm noch einen vollen Atemzug. Komm zurück zur Mitte mit Länge in der Wirbelsäule. Dreh dich nach links. Komm mit der rechten Hand zum Knie. Die linke Hand hinter dir zurück. Und dann dreh dein Herz und den Blick über die linke Seite. Dreh dein Herz auf und zieh die linke Schulter, den linken Schulterblattbereich in die Wirbelsäule. Genieß die erste Drehung hier heute. Flexibilität, so wichtig in dieser Position. Ein bisschen aufzubauen im Rücken. Gut, wir kommen zurück mit der nächsten Einatmung zur Decke, Arme lang. Und dann rechts hier rüber, andere Seite, auch hier ein erstes Öffnen. Ein bisschen Flexibilität der rechten Wirbelsäulen und Körperseite halten. Diese schöne Balance zwischen Kraft, Flexibilität und Balance und auch der Ausdauer. Die vier Säulen körperlicher Fitness wollen wir heute wieder üben. Komm zurück zur Mitte, heb die Arme, lehn dich kurz nach vorne, gib dir einen Moment Länge aus dem Rücken. Und dann richten wir uns auf, komm aus dem Sitzen raus, finden den Vierfüßlerstand. Auf Händen und Knien Stütze, Stärke, krall die Hände in die Matte, bewegen wir die Wirbelsäule. Einatmen, Herz nach vorne. Und ausatmen in den runden Rücken, Katzenbuckel. Und wieder lang ein. Und dann zieh dein linkes Ohr zur linken Achse rüber, zur linken Hüfte rüber. Mach so eine kleine Seitbendung, Dehnung auf der linken Flanke. Dann wieder lang ein, nach vorne. Und dann rechts rüber kippen, so ein bisschen Kopf hinten zur Hüfte drücken. Wieder ein zur Mitte. Und wieder zur linken Seite. Ein. Rechts aus. Noch einmal ein. Schieb weiter in den Boden. Links rüber aus. Und ein. Nochmal rechte Schulter zur rechten Hüfte. Gut, komm zurück zur Mitte. Streck dein Herz nochmal nach vorne in den Kuhrücken. Stell die Zehen gerne auf. Und dann ausatmen. Herabschauender Hund. Drück dich hoch hinaus. Und finde ein bisschen Bewegung und Länge. Streckung der Rückseite der Beine, leichtes Treten, leichtes Schieben, auch hier ein leichtes Rein, hinein grooven. Wenn du dich eng fühlst, noch nicht viel bewegt hast heute, gib dir ein bisschen mehr Zeit. Wir gehen zwar wieder in die Power-Yoga-Zeit, aber auf die Yoga-Weise mit Achtsamkeit und mit ein bisschen Bewusstsein und Mitgefühl für uns selbst. Sehr schön. Streck dich etwas länger, atme ein, schau nach vorne und steig zwischen die Hände zum Anfang der Matte. Komm in einen ersten halben Vorbeugen gestreckten Körper hier. Hüfte nach hinten, Herz nach vorne, breitere Füße gern hinstellen. Und ein bisschen länger werden aus der stabilen Wirbelsäule, den längeren Beinen und Knien und den hebenden Hüftbereichen. Etwas mehr Schub noch, atme tief ein.
Und dann tiefe Vorbeuge. Lass dich kurz fallen. Kopf tief zur Matte. Und dann steh auf in den Berg. Atme ein, heb die Arme lang zur Decke. Und dann schließ zum Herzen, vor die Brust, zur Mitte. Und im Berg angekommen, geht weiter die Bewegung hier in die Wirbelsäule. Heb die Arme zur Decke, atme ein. Und dann dreh dich zur linken Seite. Arme weit auseinander, ein kleines T öffnen. Und dann schling die Arme um den Körper herum. Recht dann zur linken Hüfte, linke zur rechten. Und dann lehn dich ein bisschen zurück mit dem Kopf. Atme ein, schau leicht hoch. Und dann zieh dich etwas tiefer mit dem Kinn runter zur Schulter, zur Brust. Wieder heben ein. Und wieder leicht runterdrücken aus. Nochmal ein. Und leicht schieben aus. Dann komm lang wieder hoch. Arme in Knoten zur Decke strecken. Und das gleiche zur rechten Seite weit öffnen und dann um die eigene Körperachse mit den Händen dich binden. Greif leicht zu und dann zieh die rechte Schulter leicht hoch, den Kopf zurück. Und dann lehne ich etwas tiefer mit dem Kinn in den Twist. Einatmen, heben. Ausatmen, drehen. Ein. Und nochmal etwas tiefer vielleicht aus. Gut, wir kommen zurück zur Mitte, entknoten die Arme, heben die Länge zur Decke und dann sinke gleichmäßig in die Vorbeuge, Kopf zu Fuß. Halbe Vorbeuge, atme ein und dann in den Stütz, ins Brett, ins Erste. Komm zurück, atme aus, finde einen Moment den Push vom Boden weg, ohne durchzuhängen. Immer die Option, die Knie abzusetzen und dann löse die rechte Hand zur linken Schulter. Drück auf eine Hand. Schieb hier, atme ein und recht dann wieder tief aus. Wechsel, linke Hand auf die rechte Schulter, schieb in den rechten Arm, atme ein. Atme aus, setz ab, lehn dich vor, Knie tief, atme ein und komm in die Bauchlage. Lange Füße, lange Wirbelsäule. Roll die Schultern zurück, öffne dein Herz, komm in die kleine erste Kobra hier und dann lehn dich wieder tief. Komm in die Twist-Kobra zur linken Seite. Dreh dich nach links auf. Linke Schulter, Ellbogen nach innen zurück. Ausatmen, wieder tief. Kobra-Twist rechts, atme ein. Und wieder lösen, aus. Gerade Kobra etwas höher, atme ein. Schultern zurück, Herz nach vorne. Ausatmen, Stirn tief. Vierfüßler herabschauender Hund. Wieder über der Matte. Gut, streck den Hund wieder länger. Nutzt die Aktivität, die Wärme, die kommt und lasst uns das erste Mal ein bisschen fließen. In den Hund strecken, atme ein. Nach vorne wandern oder steigen, atme aus. Halbe Vorbeuge ein. Kopf zu Fuß aus. In den Berglift, atme ein. Und wieder Twist nach links, binde um die eigene Körperachse. Kopf leicht hoch zurück ein. Tiefe das Kinn zur Schulter, dreh dich aus. Arme lösen und heben, atme ein. Und der bindende Twist nach rechts aus. Lehn dich zurück ein. Tiefe aus. Gerade wieder heben, ein. Und Vorbeuge mit Länge, atme aus. Halbe Vorbeuge, ein. In den Stütz, atme aus, halte dein Brett. Atme ein, rechte Hand, linke Schulter. Ausatmen, sinke wieder tief. Linke Hand rechts, atme ein. Absetzen tief. Lehn dich vor ein. Komm runter zur Matte, atme aus. Kobra gerade, atme ein. Tief wieder zur Matte aus. Kobra Twist links. Streck die Füße. Ausatmen, wieder zur Matte. Kobra Twist rechts, atme ein. Tief wieder aus. Rückbeuge Kobra gerade ein. Und herabschauender Hund, atme aus. Noch eine Runde, streck dich wieder lang im Hund, atme ein. Steig nach vorne, atme aus. Halbe Vorbeuge, atme ein. Tiefe Vorbeuge aus.
In den Berg. Lift. Atme ein. Und wir drehen uns wieder nach links. Atmen aus. Finde den Twist. Lehn dich zurück. Atme ein. Tief das Kinn zur Schulter. Zurück aus. Heben und öffnen. Atme ein. Binden und drehe nach rechts. Atme aus. Kinn hoch ein. Tief zurück aus. Lösen und heben. Atme ein. Tiefe Vorbeuge aus. Gut, und wieder halbe Länge, halbe Vorbeuge. Ausatmen, stütz zurück über der Matte, finde Kraft. Auf eine Hand, heb die rechte Hand, linke Schulter, atme ein. Setz wieder ab, atme aus. Linke Hand rechts. Absetzen aus. Lehn dich vor, atme ein. Chaturanga oder erst die Knie, atme aus. Cobra gerade, atme ein. Tief zur Matte aus. Twist Cobra links nochmal ein. Löse wieder aus. Cobra Twist rechts ein. Tief wieder aus. Nochmal Mitte, etwas freier ein. Ausatmen, herabschauen, der Hund kehrt zurück. Gut, atme tief durch die Nase ein, lang durch den Mund einmal aus. Und nehmen wir diese neue, entfachte Energie mit in den Weg in die nächste Phase. Weiter hier durch die Flexibilität, Kraft, Balance ist das nächste große Thema. Wir strecken uns, atmen ein im Hund. Kommen wieder nach vorne zum Anfang der Matte, finden halbe Vorbeuge. Und den Weg in die tiefe Vorbeuge von hier langsam. Komm in den Stuhl, aber beug die Knie. Schieb die Hüfte zurück. Machen wir es altertümlich hier. Oldschool Chair, bring die Hände flach nach vorne. Handflächen zeigen nach unten. Füße ein bisschen näher vielleicht zusammenbringen. Damit wir uns testen können in der Balance. Das Gewicht aus den Fersen in die Zehen. Und die Fersen heben. Die Knie tief beugen. Einen Moment hier stehen bleiben. Po nochmal wegdrücken, das Herz etwas mehr aufrichten. Und dann lass die Fersen wieder sinken, heb die Arme hoch zur Decke, atme tief ein. Und dann schwing links am Körper vorbei, atme aus im Stuhl, wisch vorbei. Wieder gerade im Stuhl ein. Und dann wische rechts vorbei aus. Gerade wieder ein. Bauch zum Oberschenkel, Arme zurück aus. Komm in den Stuhl ein letztes Mal hier ein. Dann stehen wir im Berg auf, öffnen frei die Brust, lehnen uns in der Rückbeuge ein bisschen wieder auf. Arme hoch wieder ein. Und dann Hände in den Rücken aus, greif die Finger zusammen. Schieb die Schulterblätter ineinander. Dann die Arme lang, Herz öffnet, atme ein, Flexibilität. In der Vorbeuge, Kopf zu Fuß. Streck dich hoch. Optional greif die Hüfte. Wenn du noch tiefer gehen möchtest, aber greif die Hände fest zusammen, kreuz die Daumen und schieb die Schultern noch mehr ineinander. Spür den Raum vorne am Herzen. Kopf nochmal einrollen. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann löse Hände tief. Halbe Vorbeuge, streck dich wieder bewusst lang. Dann komm zurück in den Stütz. Finde den Weg in die Bauchlage. Cobra gerade, atme ein. Herabschauender Hund, atme aus. Heb das rechte Bein zur Decke, finde einen Moment Länge. Und dann zieh das Knie langsam zum linken Ellenbogen nach vorne. Lang wieder ein. Und rechts aus. Lang wieder ein. Linke Ellbogen aus, aufpassen, rechte Hand mittig platzieren, linken Fuß hinten ausdrehen. Und dann schieb den rechten Fuß zur linken Seite raus. Heb den linken Arm zur Decke, versuch den Seitstütz hier mit den beiden Armen. Druck in den linken Fuß. Heb das Becken. Nimm noch einen Atemzug, press dich raus. Und dann versuch erst das Knie zum Bauch zu ziehen, dann die linke Hand abzusetzen, dann den dreibeinigen Hund wieder gerade zu strecken. Atme ein. Und dann großer Schritt nach vorne aus. Ersetzt die Beine leicht. Wir kommen in den Sprint.
machen die Beine stabil, drücken wieder die Hüfte, die beiden Fersen zusammen, bis wir den Lift spüren, die Hände leicht werden. Und dann nimm deine Arme zur Seite, wie ein großer Adler, flieg hier. Und dann lass dich wieder drehen, ohne die linke Hand abzusetzen. Linken Finger tief, rechte Hand hoch. Und spreiz dich weit auseinander. Zieh dich weg. Starke Muskeln in der Seite. Auch hier ein bisschen Balance und Kraft verbunden. Und dann aus der starken rechten Ferse drück dich hoch, heb die Arme auf Schulterhöhe. Und finde den vollständigen Crescent Pose Twist hier im Krieger. Schau zur rechten Hand vielleicht zurück. Finde die Stabilität im Oberkörper, im Unterkörper, die Verbundenheit. Und dann bringt die rechte Hand runter, hinten zum linken Oberschenkel, wer noch tiefer gehen möchte. Und dann lehn die linke Hand zurück, schau hinten rechts und dreh dich auf. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Und dann Arme wieder auseinander, ohne ganz abzusetzen, linke Hand wieder tief. Atme nochmal ein und dann rechte Hand zurück. Rechter Fuß nach hinten, absetzen und in die Bauchlage wieder sinken. Wunderbar, fließt durch die Rückbeuge deine Höhe, Cobra ein. Herabschauender Hund atmet aus. Wechseln die Seite, heben das linke Bein, atmen tief ein. Rechts zum Ellenbogen, atme aus. Zurück in die Länge, atme ein. Links zum Ellenbogen, schön die Schulter nach vorne, kralle in die Finger, bremst dich selbst. Lang wieder ein und noch ein weiteres Mal, rechter Ellenbogen, linke Hand auf die Mitte der Matte, dreh den hinteren Fuß auf und dann stell den linken Fuß rüber auf 3 Uhr, heb den rechten Arm in den Himmel, schieb aus dem rechten Fuß stabil und heb dadurch die Hüfte etwas mehr, nimm auch hier noch einen tiefen Atemzug. Und dein linkes Knie wieder langsam zum Bauch. Rechte Hand langsam zum Boden. Beine, Füße sortieren und dann gerade dreibeiniger Hund strecken. Und Schritt nach vorne aufsetzen. Sprinter. Beine nicht zu sehr auf Linie. Und dann finde wieder den Weg aus den starken Beinen. Arme zur Seite. Finde Länge aus dem Rücken. Atme tief ein. Und dann rechte Hand runter, ohne ganz abzusetzen mit den Fingern. Linken Arm hoch zur Seite. Dreh dich auf. Press aus den Fersen dich langsam hoch. Finde den Twist. Crescent Pose. Gut, finde die Energie hier stark. Und auch wenn wir in dem Feuer der Veränderung stehen, versuch ein bisschen zu glühen und diese anzunehmen. Linke Hand zum Oberschenkel. Rechte Hand zurück. Zieh das linke Schulterblatt in die Wirbelsäule, erzeug eine kleine Rückbeuge. Geh genau deinen Mittelweg, nicht zu tief, nicht zu hoch. Ein voller Atemzug. Dann Knote. Langsam Arme wieder lang. Rechts tief, ohne abzusetzen, links hoch. Streck dich nochmal, atme tief ein. Und dann linke und rechte Hand aus, atme zur Matte. Übers Brett steig zurück. Und sink Vinyasa tief. Cobra ein. Und herabschauender Hund aus. Gut, lasst uns fließen. Eine weitere Säule körperlicher Fitness hier erfahren. Ein bisschen Ausdauer, das Herz ein bisschen schneller zum Schlagen bringen. Ein Atemzug, eine Bewegung. Wir strecken den Hund, atmen tief ein. Steigen, wandern oder springen nach vorne, atme aus. Halbe Vorbeuge, Fundament in den Beinen. Tiefe Vorbeuge lösen. In den Stuhl, langsam die Arme hochziehen. Und dann nach vorne bringen, atme tief ein. Und dann komm auf die Zehen, heb die Fersen, atme aus. Fersen wieder tief, Arme hoch ein. Und dann wisch links vorbei, atme aus. Gerade wieder ein, wisch rechts vorbei, aus, gerade wieder ein, Bauch, Oberschenkel, atme aus, noch einmal lifte Arme ein, dann steh im Berg und öffne ein großes Ellenbogen W, drück die Brust durch die Arme nach vorne, Arme lang dann zur Decke ein,
Und dann finde die Hände in den Rücken. Atmet aus. Schulterblätter zurück. Herz heben ein. Und einmal langsam die tiefe Vorbeuge und volle Schulterdehnung sinken. Halbe Vorbeuge. Lang wieder strecken. Und dann Hände tief Vinyasa wieder fließen. Wie ein Fahrstuhl lösen. Kobra oder aufwärts schauender Hund. Atmet ein. Herabschauender Hund, atme aus. Rechtes Bein hebt, auf geht's. Linker Ellenbogen vor und tief. Lang wieder ein. Rechter Ellenbogen aus. Lang wieder ein. Linker aus, rechte Hand mittig. Kick kurz den rechten Fuß nach links, vielleicht sogar in der Luft. Und dann komm zurück. Einatmen, wieder dreibeiniger Hund. Ausatmen, Schritt nach vorne, Quascent Pose, aber nicht hochkommen. Arme auseinander, links tief, rechts hoch. Schieb dich nach hinten zurück. Greif den rechten Oberschenkel. Atme ein, lehn dich nach hinten mit dem linken Arm. Und dann ausatmen, langsam wieder tief. Streck nochmal weit hier, ohne abzusetzen. Ausatmen, rechte Hand lösen. Vinyasa, zur Matte sinken. Cobra öffnen, lange Füße, Herz nach vorne. Ausatmen, herabschauender Hund, nochmal die andere Seite. Linkes Bein heben ein. Rechter Ellenbogen aus. Hoch das Bein lang ein. Und dann links zum Ellenbogen aus. Lang wieder ein. Rechter Ellenbogen aus, linke Hand rüber zur Mitte. Kick den Fuß zur Seite am Boden oder in der Luft. Und dann zieh das Knie wieder zurück. Zieh dich lang. Dreibeiniger Hund. Ausatmen. Großer Schritt. Sprint davor. Rechte Hand tief. Linke Hand hoch. Weit. Und dann zieh dich langsam ausatmen. Hoch in den Twist. Linke Hand zum Oberschenkel. Rechte Hand zurück. Atme tief ein. Und dann wieder langsam abklappen. Ohne abzusetzen. Aus. Mehr strecken. Atme ein. Linke Hand absetzen, aus. Vinyasa fließt nochmal stabil tief. Eine schöne Kobra, atme nochmal ein. Dann lösen, herabschauender Hund. Atme tief aus. Und spür dein Herz schlagen. Und die Luft schön durch die Lungen hineinpumpen. Gut, und aus dem Hund stehend wandert einen Moment zurück zum Fuß, Kopf zu Fuß am Ende der Matte. Komm mit den Fingern, Händen unter die Füße. Gib dir einen Moment die Länge und auch eine leichte Dehnung der Handgelenke. Streck dein Herz vor, atme ein. Und dann sink etwas tiefer gerne hier aus. Diese tiefe Berührung genießen und auch den Ausgleich finden. Zwischen Aktivität, Passivität, zwischen Yin und Yang, zwischen Kraft, Ausdauer, den Ruhenmomenten und den aktiven Momenten. Noch ein letzter Squeeze und dann in die letzte Etappe. Löst die Hände von der Matte, schau nach vorne. Wandere zurück in den herabschauenden Hund. Wir heben das rechte Bein, atmen tief ein. Machen den Schritt nach vorne aus, finden eine leichte Öffnung hinter dem linken Fuß. Strecken langsam das rechte Knie und bringen die rechte Hand ans Schienbein, öffnen das Dreieck. Öffnen ein wenig die Hüfte hier. Bringen die Wirbelsäule über den Oberschenkel und die Hand gerne. Gerne dann hier in den Rücken, dreh die linke Hand ein, Daumen zurück und dann komm vielleicht zum rechten Hüftbereich oder greif sogar zum rechten Oberschenkel mit der rechten Hand, mit der linken Hand zum rechten Oberschenkel, um die eigene Körperachse, so ein bisschen wie im ersten Berg. Gut. Frei die Mitte, offen das Herz. Sehr schön. Und dann ein weiteres Mal. Balance. Ich hoffe, ihr habt einen Block in der Nähe, sonst schnappt euch etwas anderes. Oder versucht es frei zu machen. Wir kommen auf das rechte Bein ein bisschen mit dem Gewicht. Nehmen uns die Zeit. Lehnen uns vor. Und finden dann den Schritt in den Halbmond hier, in den gebundenen heute.
Hand immer noch an der Hüfte. Linkes Bein zurück. Kick die Ferse raus. Dreh dein Herz auf. Mach die rechte Hand gerne leichter auf dem Block. Gut, und wenn alles lang ist, löse auch die linke Hand wieder aus dem Knoten. Streck dich nochmal weit. Atme tief ein. Und dann lande zurück im Krieger 2. Muss nicht perfekt sein. Stell dich dann aber wieder gut hin. Gib einen Moment die Energie in die Hüfte, in die Beine. Und dann umgedreht der Krieger, rechte Hand hoch. Und dann langsam abklappen zum Sprinter tief. Mach den Schritt etwas kleiner. Und dann streck das Knie und den Rücken, atme ein und lehn dich in die Vorbeuge. Atme aus. In der Pyramide bereite dich vor. Für einen letzten großen Twist dieser Seite im Stehen. Ringt euch gern auch hier mit dem Block unter die linke Hand zur Hilfe. Macht den Rücken lang, parallel zur Matte. Versetzt die Füße vielleicht noch etwas mehr und lasst beide Füße nach vorne zeigen mit den Zehen. Dann streckt den Rücken, drückt den Kopf vor, Hüfte rechts zurück, atme tief ein. Und dann dreh dein Herz zur rechten Seite auf und wenn du dich frei fühlst, heb vielleicht den rechten Arm zur Decke. Gedrehtes Dreieck. Nimm ein paar Atemzüge. Und auch hier volle Konzentration möglich. Wir müssen im Moment sein. Wir müssen im Hier und Jetzt bleiben. Uns auf eine Sache fokussieren. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann rechte Hand wieder tief. Beugt das rechte Knie leicht. Nimm den Block zur Seite. Und dann steig ins Brett zurück. Stabilisiere dich hier. Press in die Matte. Und dann heb den rechten Fuß und zieh das rechte Knie zum rechten Ellenbogen und stell ihn wieder zurück. Genauso links nach links und wieder zurück. Und dann fang an, hier deinen Bergsteiger, deinen Mountain Climber etwas zu verschärfen vom Tempo. Und schön stabil mit den Schultern vorne zu bleiben und schön die Knie an die Seite vorzudrücken. Wenn du das Gefühl hast, du bist drinnen, du bist in der Übung, noch etwas schneller gerne werden. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halt im Brett, atme ein und geh tief zur Matte, atme aus, öffne das Herz, Kobrawelle. Ausatmen, herabschauender Hund, noch einmal die andere Seite. Heb das linke Bein ein. Schritt nach vorne aus. Dreh den hinteren Fuß etwas mehr auf. Schritt nicht zu groß. Fersen auf Linie. Linke Hand zum Knie. Oder etwas tiefer ans Schienbein. Rechte Hand zur Hüfte. Und dann gerne zur Decke. Weite dein Dreieck. Atme hier ein. Und dann beug den rechten Ellenbogen. Innenrotation der Schulter. Komm mit der Hand zur Hüfte oder greif gern weiter. An die linke Oberschenkelfrontseite. Zieh dich ein bisschen raus. Beide Beine lang. Versuch die Kniescheiben hier zu heben. Die Muskeln vorne der Oberschenkel für das Kniestrecken zu nutzen. Gut, ein weiteres Mal geht's auf ein Bein. Balance, so wichtig, die Füße zu trainieren. Lehn dich vor, schau wieder gern zum Block. Nimm ihn dir wieder. Finde dann wieder dein Gewicht mehr und mehr im Bein und vorne im Arm. Und dann heb das rechte Bein zurück und gib dem Block ruhig vorne mehr Platz. Schieb dich raus. Dreh dein Herz auf. Werde mutiger, mehr im linken Bein zu tragen von deinem Gewicht. Die linke Hand leichter zu machen. Und dann entknoten wir den rechten Arm. Streck in alle Himmelsrichtungen, atmen tief ein. Dann lande vorsichtig im Krieger 2. Atme ein, umgedrehter Krieger. Und dann die Welle zurück in den Boden zum Sprinter. Sehr schön. Bisschen den Schritt anpassen. Dann streck beide Knie, atme tief ein, schau nach vorne mit langem Rücken. Sink etwas tiefer in die Vorbeuge über das linke Bein. Nutz die Energie hier der Beine für den nächsten und für den größten Twist heute. Nimm wieder den Block, sei nicht schüchtern. Nimm das Ego gern raus.
Komm mit der linken Hand zur Hüfte. Drück den Körper lang, wie in der halben Vorbeuge. Und dann atme ein. Und dann öffne links zur Seite aus und wir heben, wenn wir möchten, den linken Arm ins gedrehte Dreieck und strecken die Knie und drücken uns auch ein bisschen weg von der Matte und nutzen den Block so viel wir es brauchen und irgendwann werden wir vielleicht besser werden und die Hand am Boden haben oder sie gar nicht mehr benutzen. Nimm noch einen tiefen Atemzug und dann linke Hand tief, löse vorsichtig zurück. Komm ins Brett und noch eine letzte große Herausforderung hier. Noch einmal ein bisschen das Herz ein bisschen schneller schlagen lassen. Heb den rechten Fuß und zieh das Knie zum linken Ellenbogen über Kreuz. Zurück und dann wechsel. Und finde auch hier deine jetzt kreuzenden Bergsteiger, Mountain Climbers. Und verschärf auch hier langsam das Tempo für eine gute halbe Minute. Press weiter die Hände in den Boden und lass die Schultern nicht zusammensinken. Drück und schieb und werde gern noch schneller. Hälfte geschafft. Gern die Atmung mitnehmen. Letzten 5, 4, 3, 2, 1. Atme tief ein und letztes Mal zur Matte aus. Cobra ein. Herabschauender Hund atmet aus. Yes! Woo. Und tiefer Hund. Mit einem Lächeln streck dich nochmal lang, wir haben es geschafft. Bring die Knie tief. Komm ins Kind, roll dich kurz ein. Spür dein Herz auf dem Oberschenkel schlagen. Die Erdung wieder genießen, Verbindung zum Boden aufnehmen. Dann erheben wir uns und finden den Ausklang der Stunde. Füße nach vorne. Mach dich frei. Einen Moment lang gehen wir kurz in die Hüfte. Bring den rechten Fuß hier. Einmal auf den linken Oberschenkel kannst das Gesäß gern heben. Und dich dann so ein bisschen zusammensetzen mit Ferse und Fuß und Gesäß. Und dann wie im Nadelöhr, wie wir es vielleicht oft mal oder du oft schon im Boden gemacht hast, drück das Knie ein bisschen nach vorne, schieb dein Herz der Wade hinterher, lass die Hände ein bisschen dich von hinten wegschieben, dass wir nicht nach hinten fallen, sondern nach vorne drücken, spüre leicht die Hüfte, rechts das Gesäß, flex aktiv den Fuß. Gut, machen wir noch einen schönen Twist hier im Sitzen. Wir machen einen schönen Wechsel hier. Wir lassen langsam unseren rechten Fuß nach links rüber kippen, sodass wir uns im Drehsitz aufbauen und jetzt zur linken Seite der Matte schauen sollten. Linken Arm vorne herum und dann dreh dich nach rechts auf. Der Fuß nicht unterm, sondern neben dem Gesäß. Option natürlich, das linke Bein, das angeklappte Bein zu strecken. Dreh dich hier für einen Moment weit nach rechts nochmal. Schön den Schwamm der Wirbelsäule ausbringen. Den letzten paar Tropfen an guter Energie, an Saft nochmal rausholen. Ein tiefer Atemzug, Brust raus und dann frei zurück. Und dann löse wieder. Komm zurück wieder, wie du reingekommen bist. Löse das Bein, wechsle die Seite. Linker Fuß auf den rechten Oberschenkel. Wir senken uns ein bisschen tief und kommen ein bisschen kompakter hier in den Körper. Schau, dass du einigermaßen im Boden sitzen kannst. Option natürlich, sonst etwas drunter zu legen. Dann ein bisschen nach vorne zu drücken, die Hüfte links ein bisschen zu dehnen. Schulterblätter ziehen zusammen. Herz drückt zur Wade. 2, 3 Atemzüge. Und dann nimm etwas Druck raus und dann kipp mit dem linken Fuß nach rechts und komm auch hier in deinen Drehsitz. Und finde wieder das leichte Öffnen
Jetzt über die linke Schulter zurück. Und wenn du zwischendurch ein bisschen die Orientierung hier verlierst, keine Angst, links und rechts und die ganzen Übungen und Gliedmaßen in die richtige Haltung zu bringen. Mit der Zeit wird es besser, deswegen regelmäßig üben, vielleicht Videos auch gerne wiederholen. Und dann wird es dir auch leichter fallen, vielleicht mir oder anderen Lehrern zu folgen. Gut, komm raus, klapp dich wieder ein, löst den linken Fuß, streck nochmal die Beine lang. Gesicht nochmal frei, strecken wir nochmal uns frei in der Wirbelsäule. Im Stab heb die Arme und sink mit Länge in die sanfte Vorbeuge. Und finde Gewissheit nochmal. Hier Verbindung. Und tiefe Berührung der Flexibilität, nachdem wir alles durchwandert haben, wieder Kraft, Flexibilität, die Balance auf einem Bein oder auch auf beiden und den Herzschlag, die Ausdauer, die wir durch schnelleres Bewegen geübt und trainiert haben. Letzter Atemzug hier. Komm zurück, finde den Weg in den Himmel, die Arme. Lehn dich nach hinten, leichte Rückbeuge. Ups. Und dann in die Rückenlage, finde den Weg in die Matte. Erde dich, greif die Knie. Vielleicht ein Happy Baby noch hinterher für die Innenseite der Oberschenkel. Sanft nochmal die Knie nach unten drücken, nach außen schieben. Vielleicht ein bisschen auf dem Rücken massieren. Nach dem letzten Schub beug die Knie, zieh sie zum Bauch. Eine letzte Umarmung, ein noch tieferer Atemzug. Zum Abschied nehmen. Dann löse. Streck die Beine. Mach die Arme lang und frei. Schenk dir einen Moment der Ruhe. Die vielleicht fünfte Säule. Die Pause, die wir brauchen, damit der Körper das verarbeiten kann, was wir ihm auferlegt haben an Herausforderungen. Shavasana.
kehre zurück nach diesem schönen Schlag der Klangschale. Das Bewusstsein erwacht, die Körper werden wieder etwas aktiver. Greif die Finger, zieh dich wie immer einmal lang, lang auseinander. Dann löse dich über die Seite in einen angenehmen Sitz. Nehmen wir Abschied von der starken Stunde vom Power Yoga. Schließen die Hände ans Herz und nehmen uns den Moment, wieder Danke zu sagen für Aktivität, für Herausforderungen, für den Weg, den wir auch beschreitet haben, bis zum Ende gegangen sind. Atmen wir wie immer tief ein, zur Decke, aus, zur Stirn für klare Gedanken, zum Kinn, zum Mund für wahre, ehrliche Worte und zum Herzen für viel Kraft, viel Energie, und verneig dich vor dir selbst und ehre dich selbst. Honor yourself. Namaste. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hey Leute, hey Yogis, ich hoffe, euch geht's gut. Falls dir meine Videos gefallen und dir geholfen haben, dich in deiner Yoga-Praxis weiterzuentwickeln oder du dich allgemein einfach besser, gesünder fühlst, wenn du regelmäßig mit mir auf deiner Matte übst und du dich gefragt hast, wie du vielleicht mich, meinen Kanal Honor Yourself Yoga unterstützen kannst, dann freue ich mich, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, auf meinem YouTube-Channel eine Mitgliedschaft abzuschließen, die dir den Zugang zu exklusivem Content bietet, wie zum Beispiel Videos nur für Mitglieder oder auch Livestreams, die bald kommen. Oder auch die Abstimmung über das nächste Video, über das nächste Thema mitzubestimmen. Also schau gerne mal rein, vielleicht bieten ja dir die Vorteile etwas. Unter jedem Video findest du den Button Mitglied werden. Also ich freue mich über jeden, der mal reinschaut und vielleicht mich unterstützt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Matte. Bis zum nächsten Mal. Namaste.